Einen Blackout-Erlebnistag erlebten Schüler aus Elsterwerda und Prösen an der Elb 60 bei Lichterfeld. Was passiert eigentlich bei einem Strom-Blackout und welche Folgen würde er haben? Also es geht ja darum, den Schülern mal anschaulich zu vermitteln, welche Auswirkungen so ein längerer Stromausfall hätte. Ja, es ist natürlich sehr unwahrscheinlich hier in Deutschland, auch bei uns im Netzgebiet, dass sowas passiert. Aber viele Schüler halten ja Strom, Energie überhaupt für selbstverständlich. Und ja, wir üben mit denen, was bedeutet das, ne? Was gibt es alles für Folgen. Die Schüler haben so einen Wechsel aus Theorie- und Praxismodulen und gehen mal alle Möglichkeiten durch, auch in Rollenspielen, wie es denn mal wäre, länger, ein paar Tage oder ein paar Stunden ohne Strom auskommen zu müssen. In verschiedenen Modulen galt es, sich intensiv mit der Problematik auseinanderzusetzen. Und dann gibt es Rollenspiele, wo die Schüler in Gruppen mal in die Rolle der Polizei, des Krankenhauses, der Familie und auch des Energieversorgers schlüpfen und sich dann Szenarien ausmalen, wie was man achten muss, was alles fehlt, wenn der Strom weg ist. Danach wird das Essen zubereitet, auch ohne Strom. Na, die Schüler müssen halt dann mal selber schnippeln und können halt nicht kochen, weil der Strom nicht da ist. Dann gibt es auch kleine Sporteinheiten, zum Beispiel Tischtennis im Schwarzlicht. Und wir haben auch hier unsere Experimentierkoffer mit dabei, wo die Schüler auch mal wie im Physikunterricht probieren können, welche Module überhaupt für Energieversorgung wichtig sind. Das Projekt Blackout-Erlebnistag bietet NBAM seit 2015 länderübergreifend an in Sachsen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Die F60 bei Lichterfeld war zum ersten Mal Veranstaltungsort dieses Blackout-Erlebnistages.